Das NRW-Duell Köln gegen Iserlohn am 7. Spieltag vor mehr als 1600 Pappkameraden und einer Katze. Beide Mannschaften bislang mit torreichen Partien. Das Team von Uwe Krupp, die Kölner Haie, aber zuletzt mit einem bitteren 0:5 in Berlin. Die wollten Wiedergutmachung, aber im eigenen Powerplay die Chance für Iserlohn. Jake Whitner, aber Hannibal Weizmann im Tor der Kölner Haie mit den Schonern zur Stelle. Fehler von Marcel Müller im Offensivspiel und dann ist Whitner durch. Riesenmöglichkeit zur Führung im ersten Drittel, aber im ersten Spielabschnitt sollten keine Tore fallen. Mit 0:0 ging es ins zweite Drittel. Und in diesem zweiten Drittel erwischte Iserlohn einen Traumstart. Direkt vom Bulli weg geht es schnell. Das ist Bailey und dann ist es Joe Whitney. Der probiert's einfach mal und irgendwie ist die Scheibe drin. 13 Sekunden gespielt im zweiten Drittel. Joe Whitney mit seinem 5. Saisontreffer. Und in der Zeitlupe sehen wir, der Puck wird abgefälscht von Dominik Tiffels ins eigene Tor. Keine Chance für Hannibal Weizmann. Unglücklicher Gegentreffer für die Kölner Haie. Die aber nicht lange geschockt. 24. Spielminute. Das ist Freddy Tiffels, das ist Jimmy Shepard. Und der macht's einfach mal alleine zum Ausgleich. 1:1. Zwei Spiele lang hat Jimmy Shepard wegen einer Rückenverletzung gefehlt. Jetzt ist er wieder da. Sein 4. Saisonspiel. Zum 4. Mal punktet er. Und das mit einem Alleingang. Das passte irgendwie ins Spiel der Kölner Haie. Denn spielerisch ging nach vorne nicht wirklich viel. Aber apropos Alleingang. Halten Sie sich fest, das ist Taro Jentsch. Das ist seine erste DEL-Saison. Das ist sein erstes DEL-Tor. Coast to Coast von Taro Jentsch, 2:1 für Iserlohn. Gekommen aus der Quebec Major Junior Hockey League von den Sherbrooke Phoenix macht der mal so einen ersten Profitreffer. Das kann man sich schöner gar nicht wünschen. Und mit 2:1 gingen die Roosters, das Team von Jason O'Leary, ins dritte Drittel. Wir springen in die 50. Spielminute und das ist die Chance für Iserlohn durch Brent Aubin. Und dann ist das Tor für Iserlohn durch Brent Aubin. 3:1 für die Gäste, 3. Saisontreffer für den Knipser, richtig gut gemacht. Dann Penalty für Iserlohn, Chance den Deckel drauf zu machen, aber Lautenschlager scheitert an Weizmann. Nur noch gut eine Minute zu spielen. Köln 2 Tore hinten, aber Moritz Müller mit dem Anschlusstreffer. Köln wieder dran von der blauen Linie und der passt mal genau, keine Chance für Jennecke. Geht hier also doch noch etwas. Iserlohn verliert die Scheibe. Köln kommt noch einmal über Akeson. Das ist Tiffels. Jennecke ist da. Rettet er den Sieg oder kann Köln aber zurückschlagen? Ja, Köln schlägt zurück. Marcel Müller, 6,8 Sekunden vor der Sirene, tatsächlich noch mit dem 3:3 Ausgleich. Köln beweist Moral in den letzten beiden Spielminuten. 2 Treffer und es geht doch noch in die Overtime. Da passiert nicht wirklich viel. Deswegen springen wir direkt ins Penaltyschießen. Die ersten 4 Schützen treffen alle nicht. Dann kommt Jimmy Shepard für die Kölner Haie. Versucht es gegen Andi Jennecke. Verlädt Andi Jennecke. Scheibe drin. Tor für Köln und Iserlohn unter Druck. Alexandre Grenier macht es mindestens genauso gut wie Shepard. Jetzt also geht es ins K.O.-Schießen und jetzt beginnt Iserlohn mit Taro Jentsch und der Puck trudelt rein. Jetzt ist Köln unter Druck. Freddy Tiffels muss treffen, sonst holen sich die Roosters den Zusatzpunkt. Tiffels gegen Jennecke und der bleibt Sieger. Iserlohn gewinnt in Köln nach Penaltyschießen und hier sind die Stimmen zum Spiel. Wenn man sich den Verlauf des Spiels anschaut, 3:1 hinten, kurz vor Ende, jetzt noch einen Punkt mitzunehmen. Ich denke, unter den Umständen nehmen wir den Punkt dann gerne mit. Ja, ich glaube, wir haben gut gespielt, wir sind gut reingekommen. Wir haben uns viel vorgenommen, dass wir einen guten Start haben. Und den haben wir gehabt und haben das dann hinten raus auch gut gespielt. Wir müssen dann einfach die letzten Sekunden Scheibe tief bringen und das Spiel zu Ende bringen. Das haben wir nicht geschafft.
trotz eines Sieges auch ein wenig Frust dabei bei den Iserlohn Roosters. 6,8 Sekunden haben gefehlt für 3 Punkte. Am Ende sind es aber 2 Zähler, die Roosters 4:3 nach Penalty schießen in Köln. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.